Wake me for the cold morning blues. Morning will reveal what we choose. Wake me in the morning and we will take our time to get this night out of our mind. Well, last night her eyes been like the sun. By dawn I know she will be gone. Eigentlich ist Musik, dass es mir alles gibt. Ich muss mich nicht mitteilen, um mich selbst heilen, sondern ich hocke an der Gitarre und heile mich selbst. Plus hört es dann auch halt von mir aus ein paar Leute auf dem Live-Konzert. Und wenn es so berührt, ist es natürlich umso besser. Also, es ist nicht so, dass es eins zu eins umgesetzt wird, das, was du fühlst, sondern da ist einfach ein Gefühl und das geht raus. Das ist dann fort. Das ist dann vom Zettel aufgeschrieben und in der Melodie verfasst. Und das ist unglaublich befreiend und erlösend. Und ich habe nichts gefunden, was so ist. Und darum ist die Musik für mich ziemlich viel. Alle schon gelesen, die Klimbier, das mich begleitet. Und ich denke, jetzt mache ich Solo, Prince Grizzly, und das wird Country. Und das ist, wenn ich gewiss, okay, das fügt auf die Songs. Und ich habe dann nochmal 12 oder so dazugeschrieben, weil ich gewiss, okay, das ist die Richtung. Und ich habe gemerkt, das läuft brutal und es ist extrem gut gegangen, um die Songs zu schreiben. Und das ist, kann man nicht wahren, denn, schlussendlich. Wenn man jetzt loset und man klein ist, jung, das bleibt, wenn es so ein Stück gefallen hat, irgendwie kommen alle wieder zu dem zurück. Und wie gesagt, für die, wenn ich die eine Songs gehe, an der Formel ist das wieder cool, wie ein Blitz und ein Ding. Und er denkt, jetzt, das muss ich tun, das ist Country. Es sind sicher Songs, wo sehr mit mir zum tun haben oder mit dem, was gerade passiert ist. Von das gestorben her sind dann in meinem Alter sterben die irgendwann mal die Grosseltern, wo wir sehr nah gestanden sind. Und das ist zum Beispiel I Can See Darkness, was ist wo mein Grossvater Adrien gestorben ist. Und es wäre für ihn oder aus der Emotion, die ich gefühlt habe, als er gestorben ist, geschrieben. Oder aber auch Walls, das ist mein Opa in der Schweiz, in ein Altersheim gekommen. Und ich wusste, er hat jahrelang gesehen davor, er will nicht in das Altersheim, er will auf keinen Fall in einem Altersheim enden. Und er ist genau dort geendet, weil es ist einfach nicht anders gegangen. Ich bin dann hoch und habe einen Song geschrieben und der ist wirklich, der ist aussagefloss und der ist gekommen. Und ja, also von dem her würde ich sehr geeignet sein, Darkness und Walls. Und dann die Songs, die ich am meisten wo am meisten für mich sind, sagen wir so, für mich persönlich. Musik an sich, was in der Gesellschaft, du wirst berieselt überall, du kriegst Spotify, was weiß ich. Überall kriegst du Musik und man so muss, es ist nichts mehr wert. Oder, ich habe das Gefühl, dass es so ist. Früher, als ich jung war, da sind wir jeden Samstag gebrägt, sind Musikladen raus, CDs kaufen. Haben uns Zeit genommen, haben ein Auto gestartet, wenn wir was gehört haben. Oder, und haben uns Zeit genommen, um Musik zu entdecken und sie dann auch kaufen und den Künstler unterstützen. Früher hast du Zeit gebraucht, um Musik zu entdecken und zu hören. Und heutzutage musst du die Zeit nie zum Musik los. Das ist der große Unterschied.